Am Montagvormittag befuhr ein Hyundai-Fahrer die Muckenstürmer Straße in Fahrtrichtung Viernheim, als er in Höhe der BAB 5, vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls, von der Fahrbahn abkam und gegen die dortige Schutzleitplanke prallte. Der 79 Jahre alte Mann wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 3.000 Euro. Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.